Wer träumt nicht von seinen eigenen vier Wänden? Dabei spielt für viele Bauherren eine ökologische Bauweise immer mehr eine große Rolle. Aber auch die Regionalität ist ein wichtiger Aspekt. Seit 60 Jahren gibt es die Firma Isospan in Rammingstein im Lungau und sie hat sich den heimischen Holzbetonsteinen verschrieben. Das Wesentliche, glaube ich, ist, dass wir durch ständige Produktentwicklung es geschafft haben, immer ein zeitgemäßes Produkt zu haben. Das Besondere ist der mehrschichtige Aufbau. Durch diesen Aufbau werden die hohen Anforderungen an die Bauphysik, an die Bautechnik, an die Ökologie und an die Wirtschaftlichkeit bestens erfüllt. Die Holzbetonsteine werden nach ganz Europa geliefert. Aber was ist der Hauptbestandteil dieser Holzspannmantelsteine? Also hier sehen wir den Hauptrohstoff. Das sind Hackschnitzel, die von Sägewerken aus der Region geliefert werden. Das ist Fichtenhackgut, rindenfrei. Die Weichholzspäne werden in Schlagmühlen bei geringem Energieaufwand auf die richtige Größe zerkleinert. Anschließend werden sie unterirdisch in die Fabrikshalle transportiert, wo sie mit den Naturstoffen Zement, Wasser und Mineralien vermischt werden. Wir haben erstens unterschiedliche Isolierungen in der Art, das heißt die Holzfaser. Wir haben das EPS und wir haben das BU. Das ist je nach Anforderung und Wunsch des Bauherrn. Der andere sagt, okay, ich will absolut ökologische Dämmung, gehe zur Holzfaser. Dann gibt es eine Anforderung, wo man in die Passivhausbauweise hineingeht. Da braucht man einen noch besseren Dämmstoff, da verwendet man dann das BU. Und das EPS so, liegt so dazwischen drinnen, je nach Anforderung. Und dann hängt es natürlich ab, von den Märkten, wo wir tätig sind. Die unterschiedlichen Märkte in Europa haben natürlich unterschiedliche Anforderungen, sowohl an die Wärmedämmung, aber auch an die vor allem die statischen Anforderungen. Wir können zum Beispiel mit einem etwas höheren Betonkern und einer geringeren Dämmung in Italien liefern, in den Erdbebenzonen Italiens, weil das Mauerwerk auch entsprechend bewährt werden kann. Und so passen wir uns immer den regionalen Erfordernissen an. Also die Dämmstärken können variiert werden. "42 qualifizierte Mitarbeiter sorgen in der Produktion der Firma Isospan für einen reibungslosen Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte. In der Fertigungshalle wird die gemischte Masse in einem Rüttelpressverfahren zu Holzspan-Mantelsteinen und Dämmplatten geformt. Sie sorgen für ein ausgeglichenes Klima und bieten einen guten Schallschutz. Durch die Verwendung von Holzbetonprodukten wird ein wesentlicher Beitrag zur Verminderung des Treibhauseffektes geleistet. Also wir können wissenschaftlich nachweisen, dass durch den Einsatz von Holzbetonprodukten mehr CO2 gebunden wird, als durch die Produktion dieser Produkte freigesetzt wird. Welche Merkmale zeichnet einen Holzbetonstein aus? Wo liegen die Vorteile? Ich sehe einmal den Vorteil der schlanken Wand. Also wir erreichen mit einer relativ schlanken Wand diese guten bauphysikalischen und bautechnischen Werte. Dadurch habe ich einen hohen Flächengewinn. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Ökologie. Wenn ich dieses Produkt hernehme und einmal sage 70% Holzanteil, dann ist, glaube ich, da braucht man nicht mehr dazu erklären. Und das Dritte, was sehr wesentlich ist, ist die rasche Verarbeitung. Also man hat sehr gute Verarbeitungszeit und bei seriöser Kalkulation muss man das unbedingt mit einbeziehen. Ein Wohnhaus in unserer Region, ein übliches Wohnhaus, ein Geschoss mit der Doppelgarage versetzt und verfüllt man mit Beton innerhalb eines Tages mit 3 Arbeitskräften. Also schneller geht es eigentlich nicht mehr und wirtschaftlicher geht es dann eigentlich nicht mehr. Was steht außer der Wirtschaftlichkeit für einen Bauherrn im Vordergrund? Ich bin ein gelernter Maurer und vor 30 Jahren oder knapp 30 Jahren habe ich schon mit dem Produkt gearbeitet
Und jetzt, wo ich selber Haus bauen tue, habe ich mich informiert, was gibt es denn alles am Markt, was wird alles angeboten. Und da habe ich beim Isospan einfach gesehen, der hat sich sehr weiterentwickelt. Die Dämmstärken und die Vorteile im Nachhinein auch beim Einbau von Fenstern, von Bauelementen, da tut man sich sehr leicht. Und da sind auch die Monteure super zufrieden, wenn sie nachher die Fenster montieren können. Die Vorteile sehe ich von dem Produkt einfach punkto Entsorgung, was für mich wichtig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel da einen Abfall gehabt habe auf der Baustelle oder irgendwer hat sich verschnitten oder irgendein Teil oder Isospanteil ist überblieben, habe ich diesen Big Bag gehabt. In den Big Bag schmeiße ich praktisch den Rohstoff wieder rein, fahre wieder zum Isospanwerk zurück und bringe ihn dorthin. Und das gibt es eigentlich sonst nirgends. Also da ist die Wertschöpfungskette oder die recycelbare Kette eigentlich extrem gut. Neben den Holzbausteinen werden auch Fertigwände in verschiedenen Variationen und unterschiedlichen Wand- und Dämmstärken gefertigt. Also man kann es ja konventionell als Stein versetzen, aber wir fertigen ja, und der Trend geht ganz stark in Richtung Fertigwandmodule. Das heißt, der Plan wird werkseits aufgelöst. Wir machen Fertigwandmodule im Format 2,50 Meter und Geschoss hoch. Und das wird dann auf die Baustelle angeliefert, dort versetzt. Und das macht das Ganze natürlich noch schneller und noch wirtschaftlicher. Von Verarbeiten her, jetzt früher haben wir noch Stein für Stein aufgemauert. Jetzt mit den Fertigteilen ist ja das ein Kinderspiel, hätte ich bald gesagt. Das ist ja super, wenn man das vergleicht, was sich da in 30 Jahren getan hat. Und es ist auch die Verarbeitung, ich bin selber gelernter Elektriker. Wenn ich da denke, anschließend auf die Installation, sei es Elektriker oder Installateur, das ist super zum Einfräsen und man kann da perfekt die Leitungen verlegen. Durch den hohen Holzanteil verfügt der Baustoff über ein geringes Gewicht und ist somit leicht zu verarbeiten. Normalerweise kalkulieren wir ja oder planen wir massiven Bauweise wie Holzbeton 80 bis 100 Jahre mindestens Standdauer. Aber es ist einmal erforderlich, irgendeinen Abbruch zu machen. Und wir haben das untersucht, auch wissenschaftlich begleitet, dass Wandabbrüche aus Isospan zu 100% recycelbar sind. Das heißt, es ist ein wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit. Die Firma Isospan wurde im Jahr 2020 mit dem Gütesiegel Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet und beweist damit Verantwortungsbewusstsein für ihre Mitarbeiter. Arbeitszufriedenheit, Motivation und Engagement werden gefördert. Eine Firmenphilosophie, von der Führung und Belegschaft gleichermaßen profitieren.